mich am Arsch, ist das besinnlich. Dieses doofe Geblinke hier oben, ey. Ja, ich muss aber Mikrofon näher holen. Ich bin das noch nicht so gewohnt mit der neuen Perspektive hier. So, wunderbar. Herzlich willkommen und fröhliche Vorweihnachtszeit wünsche ich euch, meine Lieben, und einen schönen zweiten Advent. Haben wir den zweiten Advent? Doch, ich glaube schon. Happy Christmas. It's Christmas. Merry Christmas. Merry Chrysler. Heute geht es um meine Weihnachtsspiele für das Jahr 2023. Das ist schon mittlerweile so ein kleines bisschen eine Tradition hier bei mir auf dem Kanal geworden, dass ich mir, ja, das habe ich auch schon früher generell für mich immer getan, Weihnachtsspiele raussuche, beziehungsweise Spiele raussuche, die ich ganz speziell an Weihnachten spiele. Und da das die letzten Jahre immer so semi-gut geklappt hat, habe ich mir heute Spiele rausgesucht, die ich sowieso irgendwie vorhatte, noch zu spielen dieses Jahr. Und vor allen Dingen habe ich nur 4 Spiele rausgesucht, anstatt 5 oder 6 wie sonst immer. Und es sind tatsächlich diesmal auch alle so, ja, ich denke, das könnte ich irgendwie hinkriegen. Und ich hoffe, dass mir da dieses Jahr nichts dazwischen kommt, weil letztes Jahr kam ja Chained Echoes dazwischen und ich habe über Weihnachten nichts anderes gespielt als Chained Echoes und die anderen Sachen, die ich eigentlich geplant hatte, habe ich einfach links liegen lassen. Deswegen hoffe ich, dass das dieses Jahr ein kleines bisschen anders funktioniert. Jawohl. Falls ihr zu Weihnachten oder jetzt in der Vorweihnachtszeit irgendwelche Spiele noch loswerden möchtet, dann würde ich euch nach langer Zeit nochmal das Verkaufsportal, nenne ich es mal, den Marktplatz RetroPlays ans Herz legen. Ne? RetroPlays kennt ihr schon, ich habe früher häufiger Werbung dafür gemacht. Das ist ein Marktplatz für Videospiele, ne? Da gibt es mittlerweile über 40.000 eingestellte Artikel, also eine riesengroße Auswahl mittlerweile. Ihr könnt dort Spiele verkaufen, kaufen, ihr könnt die Spiele dort archivieren, das mache ich ja immer, ne? Wenn ich Neuzugänge für meine Sammlung habe, packe ich das auf der Seite in meine Sammlung und habe so immer einen coolen Überblick darüber. Kannst du Wunschlisten erstellen, du kannst so Spiele beobachten, wie die Preise sich entwickeln und so weiter und so fort. Und das Coolste an der ganzen Sache, in diesem Monat, im Dezember bis Ende des Jahres, haben sie dort noch keine Kosten, die ihr an RetroPlays abgeben müsst. Das heißt, wenn ihr Spiele dort verkauft, ist der komplette Gewinn, den ihr da erzielt, oder das komplette Geld, was ihr da einnimmt, ist für euch und ihr müsst keine Provision mehr oder weniger an RetroPlays bezahlen. Und das ist eine ziemlich coole Aktion, deswegen geht gerne mal bei RetroPlays gucken und ja, dann guckt mal, wie ihr die Seite da am besten für euch nutzen könnt. Ich nutze sie immer noch und ist ein cooles Teil auf jeden Fall. Jawohl, jetzt starten wir aber mit meinen Weihnachtsspielen. Ihr könnt mir übrigens gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch immer macht. Jedes Jahr euch so bestimmte Spiele, die ihr zu Weihnachten spielen möchtet, ob ihr euch die raussucht extra oder ob ihr einfach das spielt, was ihr sowieso irgendwie da habt. Macht das gerne mal, ich finde das immer mega interessant. Wir starten aber nun mit meinen Spielen. Ich habe das ein bisschen gemischt durch PS5 und Switch. Das sind ja meine Konsolen, die ich aktuell am häufigsten halt nutze. Und da sind noch einige Spiele aus diesem Jahr offen, die ich noch spielen möchte. Und davon sind einige, also es ist eine wilde Auswahl, das seht ihr jetzt gleich. Sind alles unterschiedliche Games. Und das allererste, was ich definitiv noch auf dem Schirm habe, ist halt Spider-Man 2. Ich wollte eigentlich schon längst damit begonnen haben, habe ich aber bisher nicht getan, weil, keine Ahnung, irgendwie keine richtige Zeit gehabt, vorweihnachtliche Vorbereitungsgedöns, was man hier so hatte und krank waren wir auch alle, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme immer noch, ich bin auch ein bisschen angeschlagen immer noch, Tochter ist gerade krank und so weiter und so fort, deswegen kam ich noch nicht so richtig dazu, aber das wäre tatsächlich etwas, was ich in der Vorweihnachtszeit erst noch spielen möchte. Ich habe nämlich ab dem 16.12. habe ich nämlich Urlaub und habe die Woche vor Weihnachten sogar alleine Urlaub. Sprich, meine Tochter ist noch in der Schule, Frau ist noch arbeiten. Ich habe dann halt hier ein bisschen Zeit. Klar muss ich auch hier zu Hause ein paar Sachen für Weihnachten schon vorbereiten. Aber ich denke, Spider-Man 2 könnte ich in der Woche vor Weihnachten irgendwie hinkriegen. Weil das ist ja jetzt auch nicht so riesig, dieses Spiel. Ne? Spider-Man 1 war auch kein unfassbar großes Open-World-Spiel, das für mich aber eine sehr, sehr schöne Größe hatte und von der Spiellänge her optimal war. Und das soll bei Spider-Man 2 ja ähnlich groß sein. Dementsprechend könnte das tatsächlich etwas sein, was ich vor Weihnachten oder bis Weihnachten zumindest irgendwie hinbekomme und das da durchzocken könnte. Realistisch gesehen ist es schwierig natürlich, aber so ist mein Plan. Ne? Ich nehme mir sowas immer vor, solche Sachen dann durchzuziehen in einer kurzen Zeit, aber ob das dann hinhaut, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall das erste Spiel, was ich gerne Weihnachten spielen möchte. Es spielt natürlich im Sommer, denke ich mal, ne, in New York. Wobei ich immer so ein kleines bisschen auch Spider-Man, beziehungsweise vor allen Dingen auch New York, verbinde ich immer so ein bisschen mit Weihnachten. Ne? Weil bei New York, dieser riesige Weihnachtsbaum, der da immer steht und das alles. Deswegen, keine Ahnung, passt es schon noch irgendwie
in diese Reihe rein, denke ich mir mal. Und es ist halt ein Spiel, was ich dieses Jahr definitiv spielen wollte. Allein schon, um es am Ende in meine Top 10 einsortieren zu können. Jawohl, Spider-Man 2, das erste Spiel für meine Weihnachtstage, Zeit, whatever. Das zweite Spiel ist für die Nintendo Switch und das ist ebenfalls dieses Jahr erst erschienen. Ich hatte das irgendwie in 2022 gepackt, aber tatsächlich ist das dieses Jahr erst rausgekommen und zwar ist es Dredge. Dredge hatten wir vor kurzem auch in meiner Abstimmung für meinen Pile of Shame sozusagen und bietet sich daher besonders gut an. Das ist da, glaube ich, Zweiter geworden oder Dritter nach, ich glaube, Bramble war noch davor. Aber Dredge ist halt etwas, was perfekt hier in diese Reihe passt, weil es etwas komplett anderes ist. Ne? Wenn ich jetzt wieder ein Bramble zum Beispiel nehme, was mich auch interessiert und vielleicht auch so ein bisschen weihnachtliche, ich will nicht sagen, Stimmung ist Quatsch, weil Bramble ist ja so ein bisschen horrormäßig, aber halt durch den Schnee und so. Aber nichtsdestotrotz ist mir das dann zu krass mit den ganzen, ne? Es kommt nachher noch ein Story-Game und Spider-Man ist ein Story-Game und dann Bramble ist auch irgendwie Story-basiert. Deswegen denke ich mal, passt Dredge irgendwie besser da rein. Es ist mit Sicherheit auch mit einer Story verbunden, klar, aber trotzdem ist das hier halt ein bisschen entspannter. Ne? Manche bezeichnen es sogar als Cozy Game. Das würde ich vielleicht nicht tun. Ich kann es natürlich noch nicht beurteilen. Ich habe es noch nicht gespielt. Aber das Ganze ist ja ein bisschen düsterer. Ne? Im Grunde ist Dredge ja ein, ja, ich sag mal, ein Farming Simulator ist Quatsch. So, aber so ein Aufbauspiel. Ne? Wir haben, oder so ein, wie nennt man denn solche Spiele? Doch schon irgendwie Farming Game, weil wir halt ja mit dem Schiff unterwegs sind. Wir müssen rausfahren auf die See. Wir müssen angeln. Wir müssen fischen. Wir müssen Fische reinholen. Wir müssen diese Fische verkaufen. Können unser Schiff aufwerten und so weiter und so fort. Aber Dredge hat halt einen kleinen Grusel- bzw. Horror-Aspekt mit dabei, weil das Ganze so ein bisschen ja, Cthulhu-Mythologie mit sich bringt. Ne? Das bin ich mal gespannt, wie sie das eingebaut haben und wie krass das halt ist. Ich meine, das ist ab 12, was jetzt nicht heißt, dass mich Spiele ab 12 Jahren nicht mehr schocken können. Ne? Das haben wir schon öfters miterlebt auf meinem Kanal hier. Aber nichtsdestotrotz ist Dredge auf jeden Fall ein Spiel, was man, glaube ich, gut im Handheld-Modus spielen kann auf der Switch und was man gut nebenbei, sage ich mal, spielen kann. Ne? Wenn meine Frau, weiß ich nicht, irgendwie Fernseh guckt oder so, ich hau mich daneben mit der Switch auf die Couch, dann kann man das hier mit Sicherheit schön nebenbei spielen und muss nicht immer so krass aufpassen. Ne? Ich meine, klar, ich tue mir dann eh Kopfhörer rein und so, aber das ist halt was, wenn man einfach auf die hohe See rausfährt und geht da angeln oder fischen, dann glaube ich, ist das was Cooles für auf der Switch für nebenbei. Ja, bin ich sehr gespannt drauf und passt natürlich auch perfekt, weil es halt noch in diesem Jahr erschienen ist und ich das dann ebenfalls noch mit in meine Bewertung einfließen lassen kann. Jawohl, Dredge für die Nintendo Switch. Geil, habe ich Bock drauf. Als nächstes haben wir hier wieder ein PlayStation 5 Spiel. Das ist allerdings dann etwas, das könnte sich auch noch bis ins nächste Jahr ziehen, denn es ist jetzt nicht ganz so klein. Es ist aber auch kein Riesenspiel. Ne? Früher, die alten Teile dieser Reihe waren deutlich größer, aber hier habe ich Leute gesehen auf einem Discord, die das in 25 bis 30 Stunden durchgezogen haben. Und zwar rede ich von Final Fantasy 16. Habe ich im Laufe des Jahres schon erwähnt, dass das wahrscheinlich eins meiner Weihnachtsspiele werden könnte. Und tatsächlich ist es jetzt darauf hinausgelaufen, weil ich halt über das Jahr hinweg doch schon viel Zeit vertrödelt habe, in Anführungszeichen. Ihr habt ja meine Misere mitbekommen in der Mitte des Jahres, dass ich da keinen Bock auf irgendwas hatte zu zocken und bei Tears of the Kingdom noch festhängen und sowas alles. Und das war die Zeit, wo ich eigentlich auch das ja gespielt hätte, aber halt, es hat nicht funktioniert. Ne? Deswegen ist das jetzt mein Weihnachtsspiel oder eins meiner Weihnachtsspiele geworden und das würde ich dann nach Spider-Man 2 starten. Deswegen versuche ich ja tatsächlich Spider-Man 2 bis Weihnachten durchzubekommen und das dann über die Tage reinzuschmeißen, was, glaube ich, auch ziemlich gut passt. Ne? Ich bin gespannt, was mich hier erwartet, weil viele Leute sagen, oh, das ist eines der besten Final Fantasies überhaupt, manche mögen es irgendwie gar nicht. Und ich bin auch ein bisschen skeptisch, weil ich eigentlich immer die Final Fantasy Party mochte, also die Gruppe von Leuten, die wir haben, ne? Dass wir halt mehrere Leute gespielt haben immer und dass wir auch dieses Rundenbasierte so ein bisschen hatten bei den Alten. Das ist natürlich bei Final Fantasy schon lange raus, ne? Dieses typische rundenbasierte Kampfsystem. Das haben wir hier gar nicht mehr. Wir spielen noch mittlerweile nur noch einen Charakter, ich glaube Clive heißt der, das habe ich soweit schon rausgefunden. Und wir begleiten ihn auch quasi nicht nur einen bestimmten Zeitraum, sondern glaube ich sein ganzes Leben oder zumindest einen großen Teil seines Lebens. Startet mit ihm als kleiner Junge und wir werden immer älter und so weiter und so fort. Deswegen bin ich gespannt. Sie haben da ja einen komplett anderen Ansatz mittlerweile sich erarbeitet und mal gucken, wie das funktioniert. Ich fand auf jeden Fall das, was ich bisher davon gesehen habe. Ich hatte mal eine Zeit lang beim Berserk Beast reingeguckt im Stream, falls ihr den Kollegen nicht kennt, geht gerne mal gucken. Der hat das gestreamt mitten in der Nacht und da habe ich mal so ein bisschen reingeguckt, weil er da schon im Endgame quasi war, beziehungsweise im Pre-Endgame, so dass das quasi noch so Nebenmissionen waren. Da habe ich mal so ein Stündchen zugeguckt und das fand ich schon ziemlich cool. Das sah schon echt grafisch unfassbar krass aus, ne?
Und ja, es ist halt ein Final Fantasy und ich hatte eigentlich mal mit Teil 15 gesagt, ja, Final Fantasy, mittlerweile bin ich da irgendwie wohl raus. Aber dadurch, dass sie hier wieder einen komplett neuen Ansatz sich ausgedacht haben, will ich mir es doch gerne mal ansehen. Und ja, here we go. Ne? Deswegen um die Weihnachtszeit, um die Weihnachtstage hoffe ich, dass ich das hier zumindest beginnen kann. Wann ich es dann durch habe, ist natürlich dann die andere Geschichte. Gut, Final Fantasy 16 auf jeden Fall das zweite große Spiel für die nächsten 4 Wochen, sage ich mal. Mal gucken, wie es wird. Mal gucken, was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Das letzte Spiel für die Feiertage ist etwas ganz Kleines. Das geht nur 1,5 Stunden, habe ich gesehen. How Long to Beat sagt, 1,5 Stunden brauchen wir für die Main Story und auch nebenbei gibt es dann nicht sonderlich viel zu machen. Deswegen hatte ich mir das jetzt gekauft. Habt ihr in der letzten Pickup-Folge gesehen, in der Black Week, da war das nämlich im Angebot, weil ich mir dachte, ey, für so ein kurzes Spiel dann doch noch über 30 Euro zu bezahlen, weiß ich nicht. Das war so im Angebot und da habe ich mir das gekauft und zwar rede ich von, ja, The Many Pieces of Mr. Q oder Co. Co. Q. Ja, das ganze Ding ist ein Point-and-Click-Adventure im gröbsten Sinne irgendwie. Allerdings kommt das, so wie ich das gesehen habe, komplett ohne Sprache, beziehungsweise generell ohne Dialoge und sowas aus. Also wir haben wirklich nur Mr. Co., der hier vorne drauf ist, der sieht sehr abgefahren aus. Das ist ein ziemlich cool gezeichnetes Spiel und das hat auch so ein kleines bisschen gruselige Momente und sowas, sehr abgefahrene Figuren, die da mitspielen. Worum es da geht, weiß ich gar nicht so genau, aber es sieht auf jeden Fall mega, mega interessant aus und dadurch, dass das Ding halt nur 1,5 Stunden irgendwie geht, dachte ich mir, komm, das kannst du noch mit um die Weihnachtszeit irgendwie reinpacken. Wahrscheinlich nehme ich mir das mal einen Abend. Vielleicht streamen wir das auch um die Weihnachtstage, ne? Wenn ihr da Bock drauf habt, geht mal unten in der Videobeschreibung gucken. Dort ist mein Twitch-Channel verlinkt. Mache ich ultra selten was dort, aber könnt da gerne mal gucken gehen. Und da streamen wir das Ding vielleicht mal. Ne? Ich glaube, das ist ein gutes Streamspiel, weil halt keine Dialoge da sind, die wir lesen müssen. Einfach nur Rätsel und eine Geschichte, die durch die Bilder und durch die Mimik und Gestik wahrscheinlich dargestellt ist von den ganzen Figuren. Guckt euch mal einen Trailer dazu an, das sieht auf jeden Fall ziemlich abgefahren aus. Ne? Allein schon hinten drauf, da steht, warte, ist das ein riesiges Huhn dort drüben? So, ne? Also wie gesagt, es ist ein ziemlich abgefahrenes Spiel. Und das wäre was für, ja, an einem einzigen Abend es zu spielen. The Many Pieces of Mr. Q. Ja, das waren sie, meine Spiele für die Weihnachtstage. Wie gesagt, diesmal nur 4 Stück und auch das Ganze ein bisschen heruntergefahren. Nicht so riesige Klopper, wie ich das damals da drin hatte. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Weihnachtsspiele sind, falls ihr euch welche rausgesucht habt. Ich finde das immer sehr charmant, eigentlich sich hinzusetzen und wirklich explizit für einen bestimmten Zeitpunkt sich so Spiele rauszusuchen. Ne? Und das, ja, passt eigentlich sehr gut so immer an Weihnachten. Ne? Da hat man ein bisschen Zeit, ist ein bisschen gechillter, zumindest bei uns ist das so. Und deswegen habe ich mir diese Spiele jedes Jahr immer rausgesucht. Ob ich sie alle jetzt spiele, weiß ich nicht, aber das ist so mein Plan. Und ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr da so geplant habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal im Vorfeld schöne Weihnachtstage. Wir sehen uns natürlich noch mal hier auf meinem Kanal. Es kommen noch einige coole Videos, die ich geplant habe bis Ende des Jahres. Meine Top 10 kommt, meine Roomtour soll kommen und noch einige andere Sachen. Bleibt also dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Geht bei Retro Plays gucken. Ich bin raus. Tschüss.